Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unserer Karte in den Türen 2.0, Version 2.0.0. Ich habe doch einen schwarzen genommen, dann den Bestander auf Falten Nummer 49. Und wenn die anderen entsprechend zum 64 oder 12 fahren, je nachdem, was da wichtiger ist, oder beides, oder beide Felder vorbereiten. Nicht anfangen, wir werden nochmal zwei machen und dann her gleich die. Na, sag schon, die 16 und dann die 12. Das soll ja nicht ausarten in Stress. Das soll ja auch in aller Ruhe klappen, ne? Muss ja nicht sein. Lieber können wir darauf einspielen. Bei der Ernte kann man es machen. Macht Sinn. Dann wären wir jetzt blöd, wenn wir jetzt einen Stress machen würden. Das soll ja auch Spaß machen. So, ganz kurz ausklappen und erstmal den Dings wechseln auf Drescher. Da geht gleich der nächste los. Dann machen wir hier gleich mit. Das erste Stückchen. So, jetzt geht los. Der macht auch Stroh, das ist okay. Wird aber näher Stroh sammeln, wenn alles durch ist. Ne? Also, wenn ich zuerst die 12 nehmen und dann die Lager entsprechend voll sind, dann nehmen wir entscheiden, was mehr. Ob wir da mehr machen oder nicht, das ist jetzt flügen wir unter näher. So, Kursgenerierung 48. 2 Na, hier ist die Feldinsel. Gut, das klappt trotzdem. Jetzt müssen wir sehen. Überladewagen. Das soll ja nur der Fahrzeug sein, der wegfährt. Der hier. Oder waren hier zwei? Ne, nur Anhänger und Dolly. Anhänger. Das ist der. Wir müssen mal gucken. Wir suchen, ne? Da ist der eine Anhänger. Der LKW für Holz. Hier ist der LKW für die Ballen. Überladewagen. Haben wir noch einen Stellen da? Ja, Stellen haben wir schon, aber nicht hier. In Deutz, der muss ja die Strecke fahren, das ist ja logisch. Dann müssen wir den Fendt nehmen oder den anderen hier. Aber den werden wir. Wir fahren also so zum Hof. Also wenn man immer umstellt auf Breitreifen, das reicht ja aus. Obwohl es ja im Grunde egal ist. Weil die müssen ja jetzt entsprechend. Die müssen ja das Getreide entsprechend zum Überladewagen, mit dem Überladewagen zum Anhänger fahren. Und das mache ich alleine. Weil das kriegt mit Großfläche nicht hin, dass er das ordentlich macht. Das ist das gleiche wie jetzt mit Häckselgut. Mal in der Frucht, mal außerhalb. Und das ist dann beim besten Willen. Das macht mir ja keinen Spaß. Klappt irgendwie nicht. Ich weiß nicht warum, keine Ahnung. Das ist die Geschichte mit der Fruchtumfahrung, dass wir nicht klarkommen.
Ach, lass vom Reifen drauf, was soll's. Ist ja im Grunde egal. So. Dann nehmen wir den Überladewagen. An den Ballen komme ich glaube ich nicht ran. Und zwar den blauen. Der grüne soll ja für den Saatgut anzubauen. Saatgut. Oh, das ist. Kippen wir aus. Wir müssen aber eben schauen. Hier geht mir was rein. Ein Saftlager normalerweise. Zur Not in unser Lager, das geht auch. Erstmal ein Dünger gewesen. So. Natürlich in die andere Richtung. Das ist dann immer typisch. Was man nicht braucht. Ja, damit nächstes Jahr wird anders kommen, ne? Entweder Raps auf den Feldern. Gut, das klappt von alleine, das ist gut. Na, dann müssen wir hier vorne stehen, ne? Da können wir gleich voll tanken. Und gleich auf Breitreifen umstellen. Das passt irgendwie besser, denke ich mal. Ne, will nicht, ja. Wenn wir es reparieren wollen, ne? Gut. Oder breit rein. Das reicht aus. Oder nicht voll gegen die Anhänger. Das ist schlecht. Schlimm hier, kann nicht sein. Gerade ausfahren mit der so schlecht. Fahren wir jetzt mal in die zweite Feld rein oder die erste. Oder die erste. Bisschen Abwechslung für mich jedenfalls und für euch auch. Ist von dicht auf, wenn es ganz flach ist. Ne? Da geht aber rein. So. Später werden wir hier noch weitermachen. Spätestens dann, wenn der Regen kommt, morgen. Also Flügen und Koppeln und dergleichen kommt eher erst dann, wenn alles durch ist. Wenn die Ernte geschafft ist und Strom drin ist, dann können wir ja um die das Flügen und Koppeln kümmern oder um. Und die Aussaat halt, ne? Und die Aussaat kommt im Herbst. Jetzt haben wir später Sommer, das heißt, es kann auch theoretisch noch 3 Tage die Ernte dauern, ne? Oder 4. Hingehen. Aber da mache ich mir jetzt keinen Stress wegen der Ernte. Weitrascher so bedienen, das reicht vollkommen aus. Ich habe mich gegen den LKW entschieden, als Abfahrer, weil die Traktoren sind doch ein bisschen, naja, nicht so extrem rutschig auf der Straße. Und wendiger, ne? Kommt auch noch hinzu.
könnte mir auch vorstellen, alles Ballen zu pressen und dann entsprechend zum Hof zu fahren. Dann machen wir große Ballen und brauchen wir nicht so oft fahren. Aber das ist noch nicht so weit. Das ist immer. Lass mal die Ernte mal einfahren. Und Korn und Stroh pressen, das können wir immer noch in aller Ruhe. Ernten wir was nicht, noch nicht, ne? Stroh ist nicht so tragisch. Wir müssen nur Stroh haben für die Rinder. Die müssen Stroh haben. Alles andere, so der Stall ja sowieso kein Stroh gibt aktuell. Kommt ja noch hinzu. Aber das ist mir egal. Immer trotzdem mit Stroh für mich vorher haben. Und das Ding voll machen und unser Lager voll machen mit Stroh, lose, dann ist schon viel geschaffen. Das kleine Lager, was die auch noch da haben. So, jetzt sollte er gleich leer sein. Wo schauen wir am besten fahren? Wir müssen ja da dahin. Ja, irgendwo da hinten ist er. Fahren mal so rüber. Ich muss mal die Lenkung auf nur vorne einstellen. Mal gucken mal. So. Maus ein. Lenkmodus Alt Z. Streng links Z. Dann lenkt er wahrscheinlich nicht mehr so eine Achse rein vom Anhänger. Wahrscheinlich. Helfer und KI machen oder hier Kurspläne und so eine Lenkung komplett, die kommen mir klar. Probieren wir jetzt einfach das. Ich meine, wenn du die Wendigkeit haben willst, dann ist es auf jeden Fall ein Vorteil, wenn du auf allen Achsen lenken kann. Ne? Aber so. In 17er konnte ich auch Getreide in Silo werfen. Da kommen wir vorbei. Ohne das Hochpressen. Schwierig. Dann müssen wir den einen Weg nehmen da oben, den Weg durch den Wald. Also kommt ein bisschen besser klar, ne? Und lenkt sich nicht in eine. Im Wald sieht man so besser. Ich werde morgen noch mal folgen, mal heute mal rechnen, mal Schluss. Machen wir die beiden Felder noch fertig und dann das dritte für heute. So. Die beiden Kurse müsste man nicht speichern. Weil für ein Strohabfahren nachher, wenn es weit ist. Das kann ja nebenbei laufen, ja. Theoretisch. Das heißt. Das hab ich gedacht. Man soll erstmal leer machen und wieder losfahren kann. Das ist nämlich so schön. So, das schreiben wir ab. Erntefeld 48. Okay.
16. Ja, 16 ist gut. Ist alles klein und groß geschrieben, das ist Mist. Ich schreibe nie alles groß. Ja, Wolle haben wir keine. Wir haben keine Schafe. So, der braucht noch ein bisschen. Oh, sieht gut aus. Ja, ist noch nicht über die Hälfte noch. Zum Nummer noch kleiner Mais. Das ist dann auch nicht so tragisch. So, speichern. Dann brauchen wir später für. Kurafahren, wenn wir den Kurs haben. Kopieren. Können wir schon mal rüberfahren? Wenn wir das mit der Wendung hinkriegen könnten. Ne? So, Zuschauer, das soll es für heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Die Ernte geht morgen weiter. Ich sage mal Tschüss und danke fürs, ja, nochmal fürs Reinschauen. Man muss es oft genug wiederholen. Es ist trotzdem schön für jeden Klick, den man bekommt. Tschüss und bin gewinnt. Ciao, bis dann. Tschüss.